Sie sehen einen Videopodcast aus der Reihe So sehe ich das von der Respektspezialistin Bettina Schöwitz. www.respektspezialistin.de. Gestern Abend lief im ZDF ein Film mit Anja Kling. Der Titel: Einmal leben bitte. Worum es ging? Es ging um das Thema Burnout. Klar, dass ich mir diesen Film anschauen musste, zum einen, weil es mein berufliches Umfeld betrifft, zum anderen aber auch, weil ich persönlich den Burnout, eigentlich ist es ja wirklich eine handfeste Depression, denn Burnout ist in Deutschland keine Diagnose. Ich habe es hinter mir, ich weiß, wie es sich anfühlt und ich fand, es war in diesem Film wirklich klasse dargestellt. Ich habe Anja Kling als sehr gute Schauspielerin erlebt, die in ihrer Rolle als Hotel- und Restaurantbesitzerin aufging, die für ihr Restaurant gelebt hat, die ihren Job mit Freude und mit Begeisterung gemacht hat, die aber gar nicht gemerkt hat, wie sie sich über die Jahre verändert hat. Das wiederum hat ihr Ehemann bemerkt. Und er hat immer wieder kleine Häkchen gesetzt, so nach dem Motto, hier darf es so nicht weitergehen. Diese Häkchen hat sie aber beiseite gewischt und gesagt, nein, wir müssen jetzt dies, wir können jetzt das und das steht an. Dann kam noch das Bauamt und sagte, es muss in diesem Hotel einiges ersetzt werden. Das Geld ist nicht da. Also fing sie an, noch ein Fernsehkochstudio zu betreiben, wo sie gebeten wurde, eine Kochsendung zu machen. Das alles hat sie getan, um ihr Lebensziel, ihren Lebenstraum von diesem Hotelrestaurant weiterzuführen. Und sie hat dabei gar nicht mehr gespürt, dass es längst nicht mehr ihr Traum war. Burnout ist etwas, was Menschen trifft, die Verantwortung übernehmen. Burnout ist etwas, was Menschen trifft, die etwas erreichen wollen, die Ziele haben. Burnout ist etwas, das Menschen trifft, die einfühlsam sind, die immer für andere da sein wollen, die anderen Gutes tun wollen und sich dabei selber oft komplett vergessen. Damit Ihnen in Ihrem Unternehmen so etwas nicht passiert, damit Ihre Leistungsträger nicht plötzlich und unerwartet ausfallen, sondern weiterhin zufriedenstellend und glücklich in Ihrem Unternehmen arbeiten können, können Sie als Unternehmer einiges tun. Zuallererst ist es wichtig, alle Mitarbeiter inklusive der Führungsebene in Sachen Achtsamkeit zu schulen, dass man überhaupt wahrnimmt, wenn einem Menschen ein Burnout drohen könnte. Dass man diesen Menschen auch Hilfe anbietet und sie teilweise auch ein Stück weit in Maßen, aber zu Hilfe nötigt, dass sie Hilfe annehmen können. Denn das sind Menschen, die in der Regel alles selbst im Griff haben und denen es unglaublich schwerfällt, um Hilfe zu bitten oder Hilfe auch anzunehmen. Das war gestern schön dargestellt in dem Film, dass die Dame dann irgendwann nach einem Zusammenbruch, der Ehemann fand in ihrer Handtasche jede Menge an allen unterschiedlichen Medikamenten gegen Kopfschmerzen, gegen Magenschmerzen, zum Wachwerden, zum Schlafen, dass man diese Dame in eine psychosomatische Klinik eingewiesen hat und sie diese nach 3 Tagen auf eigenen Wunsch wieder verlassen hat, weil ihr das alles albern vorkam. Ganz langsames Qigong im Wald, Schonkost, die nach nichts schmeckt. Das war ihr alles in dem Moment noch viel zu viel, sie konnte noch nicht loslassen. Sie ging also wieder zurück nach Hause, zurück in die alte Tretmühle, um 2 Tage später halb tot umzufallen und freiwillig wieder den Weg in die Klinik zu nehmen, weil sie da begriffen hatte, jetzt ist es soweit. Und das muss gar nicht erst so weit kommen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, der Machtlosigkeit, des nicht mehr sich in den Griff bekommen Könnens. Denn das hat lange schon nichts mehr mit reiß dich mal zusammen zu tun. Sie können für Ihre Mitarbeiter viel tun, indem Sie ihnen Coaching, unter Umständen Therapie oder auch Training nahelegen, was das Thema Achtsamkeit und eigene Resilienz, also die eigene Widerstandskraft gegen Stressfaktoren angeht. Dabei unterstütze ich Sie sehr gerne und freue mich auf Ihren Anruf. Und heute wünsche ich Ihnen erstmal noch einen erfolgreichen und stressarmen Tag. Tschüss! Sie sahen einen Videopodcast aus der Reihe So sehe ich das von der Respektspezialistin Bettina Schöwitz. www.respektspezialistin.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.